So, willkommen zu den Rewards. Die Brillanz stimmt oben rechts leider nicht. Das ist ein absolut lächerliches Wochenende gewesen. Aber Hauptsache, wir haben jetzt unsere roten Picks. Ich bin gebrochen leider. Aber scheiß drauf. Controller Nummer 8 und 9 hat es leider erwischt. Die sind zwar nicht ganz kaputt, aber alles ist locker hier. Da. Und leider muss ich mit Kabel ran, weil die Kreuztasten sich schon nicht bewegen lassen. Keine Schultertasten. Machen wir das Player mit die roten Picks auf. Und gleich die Packs. Komm, holen wir uns den Haaland. Ansonsten Arschlecken. Ja, immer Chris Smalling. Auch kompletter Irrsinn. Ah, Musiala oder Werner? Musiala oder Werner? Was soll man nehmen? Dann nehmen wir Werner, komm. Werde ich sowieso nicht spielen, ab in die SPC damit. Verpisst euch. Ja, jetzt auf einmal geht der hier. Warum gehst du jetzt auf einmal, hä? Warum? So, dann nehmen wir mal einfach mal hier einige Packs. Also ich sag jetzt schon mal, falls wir hier nichts Krasses ziehen, werden wir uns mit den Rewards-Videos auf jeden Fall zum Tutti wiedersehen. Und jetzt möchte ich noch einiges zur Weekend League loswerden. Also ich habe leider noch die PS4-Version und dieses Hypermotion habe ich noch gar nicht. Oh, Sterling, nehmen wir mit. Also wie gesagt, wenn es heute nichts Krasses zu ziehen gibt, werden wir uns auf jeden Fall zum Toti-Event wiedersehen. Da werden wir über 100 oder 200 Packs auf jeden Fall haben mit Upgrade-Sets und so weiter. Und ja, auf jeden Fall möchte ich ein paar Worte zu Weekend League jetzt loswerden. Also PS4-Version, wer da sagt, dass es viel entspannter ist, ist der größte Lügner überhaupt. Das war das Schlimmste überhaupt. Mein Team ist zwar jetzt auch nicht das Krasseste, aber konnte halt auch quasi damit umgehen. War morgens um 8 ein paar Rivals Games am machen. Die Verbindung war so wunderschön. Das war so geil gewesen. Und wenig später am Nachmittag war wieder die reinste Hölle gewesen. Du konntest nicht mal mit meinem besten Spieler Adama oder Malasia dich links oder rechts bewegen, ohne dass du Angst hast, den Ball zu verlieren bei einem Pass. Und das ist einfach. Das ist wirklich nicht mehr normal. Was die sich momentan erlauben, das ist der Wahnsinn. Dass da nichts gemacht wird, keine Kommunikation und so weiter. Da fehlen einfach nur die Worte. Ihr hört selber, ich bin gebrochen. Aber wir haben ja noch ein ganzes Jahr. Da wird auf jeden Fall die Weekend League gespielt. Und ja, auf jeden Fall das dazu. Gehen wir mal in die nächsten Packs rein. Kein Walkout. Auf jeden Fall, falls ihr das Video hier seht, auf jeden Fall, oh, Walkout. Was haben wir? Ah, Verratti, nehmen wir auch mit. SPC-Futter. Wenn ihr das auf jeden Fall hier seht, ist auf jeden Fall auch ein Video online über die Walkouts, wie man die erkennt. Da habe ich auf jeden Fall ein Video noch dazu gemacht. Guckt es euch an, falls ihr noch Schwierigkeiten habt, einen Walkout zu erkennen. Da ist alles auf jeden Fall erklärt. Und ja, wir sind auf jeden Fall, wenn es heute was Gutes klappt, auch Tauschbares, dann wird auf jeden Fall auf Garrincha gespart oder einen guten Mittelfeldspieler. Also definitiv hat Garrincha erstmal Vorrang. Auf den wollen wir definitiv sparen. Wieder Walkout, Dänemark. Ah, okay. Ja, das ist ein bisschen scheiße, die Worte, Alter. Oh, Areola nehme ich mit. Obwohl ich ja Hugo nehme. Billo-Pack. Wie gesagt, checkt das Video auf jeden Fall nochmal ab und ja.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ja, Teambewertung ist ja auch online. Das Team, was ich ja gespielt habe, war ja sowieso sehr, sehr schlecht gewesen. Also jetzt nicht alle Spieler, auf jeden Fall sind viele, viele davon schlecht. Auch durch die Server ist einiges nach hinten losgegangen, aber wie gesagt, ist der erste Spieler, auf den wir sparen werden, ist auf jeden Fall Garrincha. Jairzinho ist ja auch da, aber ich bin einfach dieser Garrincha-Fan, ich mag den einfach. Oh, Tottenham! Kane ist auf jeden Fall ein Kandidat fürs Team. Aber da ich ja die PS4-Version spiele, nützt das nichts, weil die PS4-Version ja nicht dieses Lengthy-Feature hat, sondern nur auf der PS5 und auf der anderen Konsole. Aber Kane nehmen wir mit. Leider nicht tauschbar, ne? Leider nicht tauschbar. Oh, Arnold noch dazu. Aber nicht tauschbar, schade. Schade. Den könnte man eigentlich einsetzen, aber das Player-Model gefällt mir, hat mir nie gefallen. Weil Diogo Dalot wird auf jeden Fall auch abgegeben. Ist halt ein Invest, behalte ich. Bis er ein bisschen steigt. Und ja, auf jeden Fall. Das dazu. Haben noch reichlich Packs. Also wie gesagt, wenn heute nichts überkrasses kommt, wieder. Ah, schon wieder derselbe. Ja. SPC-Potter. Chouameni ist auch gut. Gomez. Ja. Würde ich jetzt nicht einbauen in mein Team. Ja. Ist okay. Walkout. Frankreich. Ja, wie? Der ist spielbar. Der Bruder ist spielbar, aber Dama finde ich besser. So. Ah, hier haben wir noch ein paar kleine Sets. Na komm, machen wir mal ein Megapack auf. Und ein Megapack. Walkout. Aber dann Juma. Also einige interessante Karten, aber ist spielbar, ne? Machen wir jetzt mal ein seltenes Pack auf. Wieder kein Walkout. Ah, kriegt noch Engländer hier, was ist das? Chelvo. Fofana. Oh, Akanji. Beides doppelt. Kein Walkout. Ja, die Packs sind in Ordnung für den Anfang, aber ist halt nicht das Gelbe vom einen, ne? Ist nicht das Gelbe vom einen. Jo. Digga, 24er Set und da ist nicht ein Walkout drin, Alter, schämt euch, ey. Aber Opa nehme ich mit. Seine Preisrange immer noch nicht gefixt? Ah, schon längst. Fixer. Kann ich nicht ein bisschen warten? Mann. Bin gar nichts wert hier, ne? Walkout.
Weiß nicht, ob der gut ist. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das Spiel, aber ob der gut ist, mag ich zu bezweifeln. Hernandez ist auch interessant. Ibrahim Abel. Boah. Wieder Diaby. Naja. So, das letzte Pack für heute. Leider nichts Spielbares gezogen, aber vieles für den Verkauf hingestellt. Ja. Letztes Pack, komm. Walkout, Belgien. Lukaku. Nehmen wir mit. Serie A ist halt jetzt nicht das Team, was wir spielen, aber als Sub ist der, oder ist er tauschbar? Naja, untauschbar. Als Sub ist er nicht schlecht. Nelson Semedo könnte man auch spielen. Der ist auch gut. Weil Dalot einfach Rotze ist. McTominay will ich nicht mehr sehen. Ansonsten in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja.